Herzliche Grüße aus dem Urlaub, aus dem wohlverdienten Urlaub hier im schönen Stillachtal, einige Kilometer südlich von Oberstdorf, und hinter mir ist schon Österreich. Dazwischen der südlichste Punkt Deutschlands, die kleine Ansiedlung Einölsbach. Vielleicht sind Sie auch im wohlverdienten Urlaub. Das sagen wir so, das hast du dir verdient, wohlverdienter Urlaub. Und da ist ja auch was dran. Da haben wir hart für gearbeitet, darauf haben wir vielleicht ein bisschen gespart. Da haben wir uns drauf gefreut, auch all diese schwierigen Zeiten jetzt in Corona-Zeiten. Endlich wohlverdienter Urlaub, wohlverdiente Ferien für die Kinder. Und das ist auch so. Und da bin ich aber hängen geblieben an diesem Ausdruck wohlverdient. Ja, es ist verdient und wir bezahlen für unsere Unterkunft und Essen und Trinken. Und doch, wenn man hier steht im Gebirge, dann weiß man, es ist letztlich unverdient. Weil all das, was hier ist, haben wir nicht gemacht. Das ist uns geschenkt, das ist uns gegeben. Dass wir überhaupt hier stehen können und dass wir gesund sind und dass wir reisen können in Frieden und Freiheit, ist ein Geschenk. Heute Morgen im Losungsbüchlein las ich aus Psalm 106: Danket dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte währet ewiglich. Und aus Kolosser 3: Alles, was ihr tut mit Worten oder mit Werken, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott, dem Vater, durch ihn. Und dann die Frage mit dem Wohlverdient. Heute im Büchlein einige Gedanken dazu von Dietrich Bonhoeffer. Dem Dankbaren wird alles zum Geschenk, weil er weiß, dass es für ihn überhaupt kein verdientes Gut gibt. Er entscheidet darum nicht zwischen Erworbenem und Empfangenem, weil auch das Erworbene Empfangenes das Verdiente Unverdientes ist. Ja, das Verdiente, was wir uns wohl verdient haben, ist zugleich vollkommen unverdient. Dass ich hier stehen darf, in dieser herrlichen Allgäuer Landschaft, dass heute die Sonne strahlt, dass ich in Gemeinschaft da bin, dass ich, so Gott will, gesund bin, dass wir in Frieden und Wohlstand leben, all das ist unverdient. Und das könnte man weit, weit noch fortsetzen. Urlaubszeit haben wir uns wohl verdient und gleichzeitig ist es ein Geschenk. Und wie Bonhoeffer so schön schreibt, dem Dankbaren wird alles zum Geschenk. Wenn ich nämlich hinter dieser schönen Schöpfung an den Schöpfer denke, hinter all den guten Gaben an den Geber denke, wo mir so viel Gastfreundschaft hier auch gerade in dieser Urlaubsregion begegnet. Ja, natürlich, das verdienen wir uns und wir bezahlen es auch. Und trotzdem ist es doch so schön, Danke zu sagen und sich dran zu freuen, so viel gastfreundliche, liebe Menschen hier im Allgäu und überall anders, wo wir Urlaub machen. Darum Ihnen, euch, wohlverdiente Ferien, das haben wir uns wirklich verdient, und gleichzeitig dem Dankbaren wird alles zum Geschenk, weil er weiß, dass es für ihn überhaupt kein verdientes Gut gibt. Alles, was ihr tut, mit Worten oder mit Werken, das tut alles im Namen des Herrn und dankt Gott, dem Vater, durch ihn. Schöne Ferien. Thank you.
Musik.